Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, da hat die AfD mal wieder von irgendwo hier einen Antrag kopiert. Ich finde, Sie liefern hier Sitzung für Sitzung ein Armutszeugnis ab. Hätten Sie beim Kopieren jedenfalls nachgedacht, wären Sie eventuell auf die Idee gekommen, bei der Landeskoordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativarbeit des Landes Schleswig-Holstein anzurufen, sich dort zu erkundigen. Dann hätte man Ihnen gesagt, dass das, was Sie hier als angebliches Problem ansehen, gar kein Problem ist. Und da ich keine Lust habe, mich über nicht vorhandene Probleme zu unterhalten, nutze ich stattdessen die Möglichkeit, die sehr, sehr gute Arbeit der Landeskoordinierungsstelle an dieser Stelle aufrichtig zu loben. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenmeldung. Ist es möglich, die dringenden Gespräche des Finanzministeriums draußen zu führen? Und meine Zeit anzuhalten dafür. Danke. Kriegen Sie zusätzlich. Dankeschön. Die Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativarbeit ist während der Küstenkoalition beschlossen worden. Sie war Ergebnis des runden Tisches Hospiz- und Palliativarbeit, den unser damaliger Sozialausschussvorsitzender Peter Eichstädt initiiert hat und auf dessen Fortführung wir trotz Beschlusses immer noch bis heute vergeblich warten. Das exzellente Angebot der Koordinierungsstelle erhöht natürlich die Nachfrage in einem immer mehr und wachsenden Bereich. Die Geschäftsstelle platzt mittlerweile aus allen Nähten, die Arbeitsbelastung ist hoch und ich fordere die regierungstragenden Parteien auf, diese Umstände bei den Haushaltsberatungen bitte zu berücksichtigen und die Mittel aufzustocken. Die SPD wird das auf jeden Fall beantragen und bedankt sich in dieser Situation bei den Mitarbeitenden der Koordinierungsstelle, aber natürlich bei allen anderen, die im Bereich Hospiz- und Palliativarbeit unterwegs sind, ganz, ganz herzlich. Meine Damen und Herren, die Umsetzung der Pflegeberufereform beginnt im Januar. Wir Sozialdemokraten haben bereits im Juni 2018, also sehr, sehr rechtzeitig, einen Antrag auf Einführung einer generalistischen Pflegehelferausbildung gestellt. Unser Ziel war und ist es, parallel zur neuen dreijährigen generalistischen Pflegefachausbildung die Helferausbildung so zu organisieren, dass sie von Anfang an kompatibel mit Pflegefachausbildung ist und eine Durchlässigkeit garantiert. Nach Empfehlung der Experten sollte diese Ausbildung mindestens 18, bestenfalls 24 Monate dauern, um die nötigen Belastungen für das Arbeiten im Pflegeteam zu gewährleisten. Die Jamaika-Koalition hatte unseren Antrag damals ohne Fachdiskussion abgelehnt. Wir hätten damals auch gerne im Ausschuss weiter debattiert. Aus der Debatte zu unserem Antrag hier möchte ich aber gerne Herrn Minister Gaag zitieren, mit Erlaub. Herr Gaag sagte, glauben Sie im Ernst, dass diese Landesregierung eine Pflegehelferausbildung auf den Weg bringt, die nicht mit der Umsetzung der Pflegeberufereform kompatibel ist? Das wird diese Landesregierung selbstverständlich nicht tun, da brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Zitat Ende. Herr Dr. Gaag, meine Sorgen waren sehr begründet, denn das Ministerium legt im August einen Verordnungsentwurf vor, der genau das Gegenteil einer generalistischen Pflegehelferausbildung vorsieht. Der Entwurf sieht ganz klar eine Trennung von Altenpflege und Krankenpflegehilfe vor. Zwar schreiben Sie die Richtlinien für die Ausbildung in eine Verordnung auf ein Stück Papier, trennen die Ausbildungsbeschreibung aber klar zwischen ambulanter, stationärer Altenpflege und der Krankenpflegehilfe im Akutbereich. Das hat nichts mit einer generalistischen Ausbildung zu tun. Eine qualitativ hohe generalistische und durchlässige Pflegehelferausbildung wird mehr Menschen ansprechen, die in einem ersten Schritt den schulischen Zugang zur Fachausbildung zwar nicht mitbringen, aber sehr wohl die soziale Kompetenz besitzen und sich weiterbilden können. Und eine Durchlässigkeit in die dreijährige Fachausbildung würde die Attraktivität selbstverständlich steigern. Das, was der Minister aber jetzt anbietet, ist eine Schmalspur-Sackgassenausbildung und wird dem Anspruch einer modernen, durchlässigen und gut aufgestellten Pflegehelferausbildung absolut nicht gerecht. Auch die Pflegehilfe hat eine moderne Ausbildung verdient, die sie entweder als Grundlage für eine Weiterbildung nutzen oder aber auch als eigenständigen Beruf dauerhaft ausüben kann. Das Ministerium setzt hier auf Quantität statt auf Qualität und einmal mehr schieben sie in ihrer Begründung für diese Halbherzigkeiten die Verantwortlichkeit Richtung Bund. Dass Grüne und FDP daran Spaß haben, das kann ich verstehen. Aber dass die CDU hier fast bei jedem Antrag ihre eigenen Bundesminister kritisiert, ist schon befremdlich und zeigt von der Uneinigkeit der Jamaika-Koalition. Außerdem, alle wach, alle wach. Außerdem lassen Sie andere Möglichkeiten
die Pflegefachpersonen zu entlassen, ungenutzt. Auch im OP-Bereich der Krankenhäuser ist der Arbeitsdruck sehr, sehr hoch. Eine zusätzliche Ausbildung, zum Beispiel einer Operationsdienstassistenz, der sogenannten ODA, könnte im multiprofessionellen Team zusätzlich zu den operationstechnischen Angestellten für Entlastung sorgen. Bitte lassen Sie uns die Anträge in den Ausschuss überweisen und dort noch mal die fachliche Diskussion führen. Es gibt viele Möglichkeiten für die Pflege, etwas zu tun. Also bitte schnell anpacken statt rumschnacken. Oder wie hieß es noch bei der FDP? Wollen reicht nicht, man muss es auch können. Vielen Dank.